In Part 2, wo ich Frederikes Schminktisch aufräume, und für die Leute, die sich jetzt fragen, warum zum Teufel ich das mache, nein, ich mache das nicht, weil es mir irgendwie Spaß macht so oder so, sondern einfach nur, weil ich nicht verstehe, wie man so in einem Zimmer leben kann. Ich bitte euch aber darum, Frederike dafür nicht zu judgen, weil es ihr einfach super schwer fällt, ihr Zimmer aufzuräumen. Sie hat so eine innere Blockade in ihrem Kopf, keine Ahnung, ob das richtig ist, sie hat mal versucht, es mir zu erklären. Diana hat währenddessen einfach gepennt, sie sah einfach so süß aus. Okay, ja, dann nicht mehr, da haben wir sie wohl aufgeweckt. Ja, was Frederike gemacht hat, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Und da waren auch schon alle Pinsel sauber. Und Leute, ich war zwischendurch so krass am Verzweifeln, ne? Weil ich saß so im Zeitpunkt schon 2 Stunden an ihrem Schminktisch und es ist einfach nicht vorangekommen, ne? Es sah immer noch so dreckig aus. Irgendwann wurde es dann schließlich besser. Ich habe auch diese ganzen einzelnen Gegenstände sauber machen müssen. Und dann war irgendwann der Tisch und das war mit Abstand am satisfying. Und am Ende sah es so schön aus.